Human Design, Kanal 4426. Der Kanal der Übermittlung, der Verkäuferkanal, der Manipulationskanal, such dir aus, was dir lieber ist. Ich habe hier auf der ersten Folie geschrieben, die Hassliebe meines Lebens. Wobei es stimmt jetzt nicht ganz, denn ich habe ihn nicht gehasst, den Kanal, weil ich kannte ihn nicht vor Human Design, sondern er war eben irgendwie immer da und hat mir Probleme bereitet. Und erst als ich ihn dann über Human Design, durch Human Design kennenlernte, wurde mir bewusst, welches Potenzial da in mir schlummert. Und seither habe ich dann begonnen, ihn zu lieben. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Ich gehe am Ende des Videos noch etwas näher darauf ein, wo eben auch noch wichtig ist, zu schauen, genauer zu schauen, auch auf die genaue Definition des Kanals und auch, was sonst noch so herumschwirrt in der eigenen Veranlagung, im eigenen Chart. Doch beginnen wir beim Beginn. Ich habe es schon gesagt, Übermittlung, Kanal der Übermittlung, Verkäuferkanal, Manipulationskanal. Also ich habe ihn kennengelernt als Manipulationskanal. Und auch dann so Menschen, die diesen Kanal haben, die können Eskimos Kühlschränke verkaufen. Und ich sage es auch gleich dazu, ja, können sie, wenn sie es denn wollen. Also ich war seit meiner ersten 50 Jahre eher so das Mauerblümchen und diese stille und nicht aufmümpfige, nicht aufmuckende. Also ich war immer so brav und angepasst und das war eben auch genau mein Problem, weil der Kanal wollte gelebt werden. Der Kanal wollte raus, der Kanal wollte gelebt werden und ich habe es nicht zugelassen. Aber wie gesagt, dazu mehr kommen wir vorerst mal zum Kanal an sich. Und zwar ist GDV Keys, nennt sich die Kurzbeschreibung Einfluss auf die Gemeinschaft durch passende Zusammenarbeit und geschickte Taktik. Daher eben Übermittlung, also egal welche Gemeinschaft eben zu beeinflussen, indem man eben auch weiß, wer zusammenarbeiten kann und soll und dann eben selbst die Taktik hat, um das durchführen zu können. David Petters sagt auf seiner Homepage Hingebung, ein Design der Übermittler. Bei Mondsteinsee finden wir Vermittlung, Marketing, Unternehmen. Und bei Spiritwissen findet sich Vermittler, kann sich an die Zielgruppe anpassen, Streit schlichten, Menschen gut einschätzen. Ich habe auch noch die ausführliche Beschreibung Lord 64 Keys hier mit reingenommen in diesem Fall. Und zwar diese Spezialisierung befähigt mich, meinen Instinkt zu verwenden, um Botschaften, Produkte oder meine Wahrheit zu verkaufen bzw. zu übermitteln. Meine große Gabe ist es, den Ausdruck an meine Zielgruppe anzupassen, sodass Botschaften auch verstanden werden und ich damit meine Ziele erreiche. Ich kann meine Position sehr spontan an die Umgebung anpassen und damit auch schnell auf geänderte Marktbedingungen und Anforderungen reagieren. Ich habe eine Nase dafür, was funktioniert und wer an welchem Platz in der Zusammenarbeit wertvoll sein kann. Es ist die instinktive und kreative Kunst des Geschäftemachens. Und das ist immer eine Gratwanderung zwischen Manipulation und dem Stiften von Nutzen bei Kunden oder Käufern. Viele Menschen mit dieser Spezialisierung sind Unternehmer, Filmemacher, Journalisten, Werber oder Verkäufer. Eine Qualität dieser Spezialisierung ist es, effektiv zu sein. Also das Verhältnis von Input und Output zu optimieren, um Ziele vielleicht auch mit etwas weniger Aufwand zu erreichen. Ja, das waren jetzt die offiziellen Bezeichnungen, entweder aus eben der 64-Key-Software oder auch im Internet zu finden. Ich habe es auch noch versucht, in meinen eigenen Worten zu beschreiben. Und zwar, wenn wir davon ausgehen, dass die Energie immer zur Kehle strömt, also von Wurzelzentrum zu dann entweder Milz oder Sakral oder Solarplexus und dann strömt es eben weiter auf. Das heißt, in diesem Fall haben wir eben beim Kanal 44 die Richtung von Tor 44 zu Tor 26. Also von der Milz zum Egozentrum, zum Herzzentrum.
weil das Tor 44 liegt eben im Milzzentrum, in der körpereigenen Intuition, und das Tor 26 liegt im Herzzentrum, wo ja die Willensstärke und das Durchsetzungsvermögen zu Hause ist. Und daraus resultiert dann weiter, dass man eben auf diese körpereigene Intuition vertraut, dass wir, die wir diesen Kanal definiert haben, darauf vertrauen, dass das, was die Intuition uns sagt, auch wirklich das ist, was für uns am besten ist. Oder für das, was wir gerade erreichen wollen, am besten ist. Also es ist immens wichtig, auf diese unsere Intuition zu vertrauen. Und also ich habe da jetzt noch bei unbewusster Definition erstmal zu lernen, sie zu erkennen. Und dieses intuitive Wissen dann auch in die Entfaltung fließen zu lassen. Das heißt, dann auch das Tor 26 zuzulassen. Dass sich diese körpereigene Intuition wirklich auch ausdrückt und wirklich manifestiert, eben Willensstärke und Durchsetzungsvermögen. Dass wir es dann auch wirklich in die Welt bringen. Entweder, dass wir es rauslassen in Form von Kommunikation oder eben, indem wir irgendetwas umsetzen oder was auch immer. Und konkret geht es eben, was mir am wichtigsten ist, jetzt dir auch zu vermitteln, wenn du den Kanal hast, ist, wenn irgendetwas hochkommt in unserem Milzzentrum, in unserer körpereigenen Intuition, dass wir das auch unbedingt zulassen und sich auch verwirklichen lassen. Das heißt, diese körpereigene Intuition, dieses Milzzentrum, ist ja, das ist jetzt nicht da, dieser Generator, der anspringt. Bei all dieser Gral definiert sind wir ein Wissen, was jetzt eben dieser anspringende Generator gemeint ist, sondern dieses Milzzentrum, da ist jetzt fallweise, wenn uns jemand was fragt, dass wir, bevor der noch fertig ist mit seiner Frage, schon die Antwort darauf wissen. Und das ist eben genau das, wenn jetzt irgendetwas passiert in unserer Umgebung, wenn irgendeine Aktion stattfindet, reagieren wir. Wir reagieren automatisch aus dem Milzzentrum, aus der körpereigenen Intuition. Und wenn wir diesen Kanal haben, dann ist es auch ganz wichtig, dass wir zulassen, dass das dann weitergeht, dass wir es nicht runterschlucken, dass wir jetzt nicht das vermeiden zu tun oder zu sagen, sondern dass wir es wirklich auch rauslassen, in welcher Form auch immer. Also das ist das, warum ich den Kanal jetzt seit circa 15 Jahren so liebe, seit ich eben begonnen habe, damit zu arbeiten. Es kommt ein Impuls hoch, ein Impuls aus dem Milzzentrum, und wenn man es dann rauslässt, in welcher Form auch immer, ist das für das eigene Wohlbefinden und für das eigene glücklich und zufrieden sein wesentlich angenehmer, als wenn man es dann eben aus welchen Gründen auch immer vermeidet. Das heißt, das jetzt so viel zu den Definitionen. Ich möchte ja auch die Tore einzeln nochmal zeigen. Und zwar das Tor 44 ist das Tor der Zusammenarbeit. Das ist die Bewusstheit für Überleben durch instinktive Kooperation. Jetzt laut 64 Keys wieder. Es ist die Erinnerung an die Fähigkeiten anderer, die dieser Archetyp des Personalmanagers besitzt. Es ist der Riecher dafür, welche Menschen für eine Zusammenarbeit hilfreich sind. Es arbeitet aus einer instinktiven Wachsamkeit heraus, die sich an Erfolge und Niederlagen der Vergangenheit erinnert. Das heißt, wir sind jetzt im Milzzentrum. Also nur, dass du das auch immer bewusst machst, diese körpereigene Intuition. Das heißt, das ist eben auch alles das, was wir schon erlebt und erfahren haben, sitzt in diesem Tor 44 drinnen. Diese Berücksichtigung der Vergangenheit ist ein Überlebensmechanismus, der nicht nur das Individuum schützt, sondern auch die Gemeinschaft, zu der es gehört. Da geht es auch um sich das Merken. Also Fehler sind jetzt nichts Schlimmes, wenn man Fehler macht. Blöd ist nur, wenn man daraus nichts lernt. Das heißt, das ist eben diese Berücksichtigung der Vergangenheit. Wir merken es uns auch, wenn wir irgendwo was machen, was für uns jetzt nicht so angenehm war, und machen es dann nicht unbedingt noch 500 Mal. Und die 44 hat die Fähigkeit, Strukturen zu entwickeln, in denen gesund kooperiert werden kann. Und eben das komplexe Potenzial des Tores ist die Zusammenarbeit. Das heißt, es geht immer auch darum, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten, in Kooperation zu treten und
Überhaupt und außerdem. Also das wäre jetzt mal das Dorf 44, eben dieses aus dem Milzzentrum heraus zu wissen, was gut jetzt nicht nur für einen selbst ist, sondern auch für die Sache an sich. Also auch hier jetzt dieses, sondern auch die Gemeinschaft. Überlebensmechanismus schützt das Individuum, aber auch die Gemeinschaft. Also da geht es jetzt nicht nur um, wenn du den Kanal hast, was ist für dich gut, sondern auch, was ist für dich gut und schützt aber auch die Gemeinschaft, nicht nur dich selbst. Gegenüber liegt das Tor 26, das ist jetzt im Herzzentrum, im Egozentrum. Und das Tor 4, das Tor 26 ist die willentliche Überzeugung, Kraft und Taktik. Also da jetzt wirklich konzentriert von Durchsetzungskraft und Willensstärke eben die willentliche Überzeugungskraft und Taktik. Das heißt, wenn wir wirklich etwas wollen, können wir es auch so rüberbringen, dass andere das dann auch, dass wir auch andere davon überzeugen, dass das für sie gut sein kann, soll, will, was auch immer. Und die 26 hat das Ziel, maximale Gegenleistung für minimalen Aufwand zu erhalten. Der Archetyp des Verkäufers, der in der Lage ist, immer zum Abschluss zu kommen, weil er die richtige Taktik besitzt. Und das Tricksen und Manipulieren in jeder Situation zum eigenen Vorteil oder zum Vorteil der Gemeinschaft dient dazu, in der Hierarchie aufzusteigen und in eine Position zu kommen, in der man gar nicht mehr arbeiten muss. Die 26 hat eine ungewöhnliche Überlebensfähigkeit und findet überall Abkürzungen. Das Potenzial des Tores ist die Taktik. Das heißt, das ist jetzt eben der andere Part von diesem Kanal 44-26, eben hier jetzt diese Taktiken, dieses Manipulieren können, wollen, sollen, dürfen. Aber es muss jetzt eben nicht unbedingt zum eigenen Vorteil sein, sondern es kann auch zum Vorteil der Gemeinschaft sein. Also das ist jetzt, hat dann jetzt nichts mehr mit dem Tor zu tun, sondern eben, wie man es auslebt. Und ich möchte hier jetzt auch noch, es gibt dann noch einen Teil, aber hier möchte ich dir auch meine persönliche Herausforderung noch zeigen. Und zwar, ich habe ja diesen Kanal 44-26, wobei bei mir das Tor 44 dreimal bewusst definiert ist. Ich persönlich habe es in der bewussten Sonne, was ja meine Lebensaufgabe ist. Und da ist es definiert in der Linie 4, die nennt sich in 64 Keys Aufrichtigkeit. Dann habe ich es in der bewussten Venus, das sind die Werte. Dort habe ich es in der Linie 2, das ist die Leitung. Ich habe es im bewussten Jupiter, das ist die Prosperität. Da habe ich es in der Linie 5, das ist die Organisation. Und dem gegenüber steht einmal das unbewusst definierte Tor 26. Und zwar im unbewussten Saturn, da geht es um Struktur und dort ist es in der Linie 3 und nennt sich Einfluss. Und was bei mir eben noch dazu kommt, warum ich sage Hassliebe und warum ich sage, seit ich den Kanal kenne, habe ich auch begonnen zuzulassen, dass ich ihn auslebe, weil meine größte zusätzliche Herausforderung zu diesem Kanal war und ist und wird immer sein ein offenes Emotionalzentrum, weil in einem offenen Emotionalzentrum wohnt die Harmoniesucht. Das heißt, dieser erste Impuls, diese erste Reaktion auf irgendetwas, die sich dann ausdrücken wollte, eben über das Tor 26, dann auch teilweise ungefiltert raus wollte, habe ich in den ersten 50 Jahren meines Lebens eigentlich immer unterdrückt, weil mir die Harmonie mit anderen wichtiger war, als dass ich jetzt Recht behalte oder was auch immer. Und was bei mir auch noch dazu kommt, jetzt speziell, also hier haben wir das offene Emotionalzentrum, und was bei mir noch dazu kommt, ist das Tor 33, das ist die Umsicht. Und zwar habe ich es in der unbewussten Sonne, in der Ausstrahlung, in der Linie 6 nennt sich Loslösung. Das heißt, da geht es auch darum, jetzt nicht in irgendetwas verhaftet zu bleiben, in meinem Fall. Und ich habe es im unbewussten Uranus, Erneuerung in der Linie 5, da geht es um Timing. Das heißt, dieses jetzt nicht einfach raussprudeln, sondern eben auch immer Rücksicht nehmen auf die anderen und jetzt nicht auf irgendetwas wirklich so bewusst
pochen und darauf bestehen. Ich habe es jetzt diesen Kanal eben so ausführlich und so detailliert und aus vielen unterschiedlichen Richtungen einmal beschrieben, weil es wirklich, es kann, solange man sich nicht damit beschäftigt, kann es in sich selbst zu einem Zwiespalt oder eben zu mit Problemen mit sich selbst führen. Eben weil dieser Kanal will gelebt werden. Und speziell jetzt in meiner Ausführung, also ich habe es in der bewussten Sonne, in der Lebensaufgabe, ich habe es in den Werten, ich habe es in der Prosperität. Prosperität ist eben das, womit wir Geld verdienen können und womit wir jetzt locker flockig leicht Geld verdienen können. Und das ist bei mir eben auch das Tor 44 mit der Thematik Organisation. Und die Werte ist eben in Leitung. Und was ganz wichtig ist, eben Lebensaufgabe, Aufrichtigkeit. Das heißt, immer das zu sagen, auch was ich mir denke. Also auch wenn mir fallweise eben unterstellt wird, dass ich jetzt mehr manipuliere als aufrichtig bin. Ich für mich weiß, dass ich immer im Auftrag dessen handle, der mich mit irgendetwas beauftragt hat. Das heißt, solange ich als Coach tätig war, habe ich vorher mit meinem Coachee abgesprochen, wohin diese Person will und dann ihn oder sie dahingehend manipuliert, dass sie auch das Ziel erreichen kann. Aber trotzdem in Aufrichtigkeit. Also ich bin jetzt nicht die, die jetzt irgendwie schwarzmagisch arbeitet, um mich selbst zu bereichern, sondern in Absprache mit demjenigen, für den ich etwas mache, manipuliere ich selbstverständlich. Wobei andererseits, vielleicht mache ich ein eigenes Video noch zur Manipulation, weil wer manipuliert nicht? Aber das ist dann wieder ein anderes Thema. Vielleicht jetzt auch, wenn ich schon bei Manipulation bin, auch noch zu Verkäufer. Wir können Eskimos Kühlschränke verkaufen? Jein. Es ist unser Thema, dass wir es könnten, wenn wir es wollten. Also ich kenne viele Menschen mit dem Kanal 4426, die jetzt nicht unbedingt auf Verkäufer oder bewusst manipulieren stehen, weil sie eben zum Beispiel wie in meinem Fall andere Werte haben. Wobei nochmal zu Aufrichtigkeit, Leitung, Organisation, Einfluss. Wenn ich an meinen letzten unselbstständigen Job denke, ich war für ein Projekt, für einen Standort zuständig. Ich war meine eigene Sekretärin, die eben sich alles organisiert hat, was sie braucht. Und ich habe durch meine Kontakte zu Behörden und Ämtern auch einen gewissen Einfluss auf viele Dinge gehabt, die dann auch wieder der Gemeinschaft an sich, der Maßnahmen sich an unsere Teilnehmern wirklich wieder zugute gekommen sind. Das heißt, ich konnte in meinem letzten unselbstständigen Job dann genau das alles ausleben. Also das ist auch ganz wichtig, da dann auch in Zusammenhang mit den anderen Definitionen auch wirklich das zu finden, wo man es wirklich den Kanal, wo man den Kanal wirklich ausleben kann. Und noch eines ist ganz, ganz wichtig, dazu habe ich auch eine eigene Folie noch gemacht. Es ist wichtig, wie er definiert ist. Das heißt, meins ist eben das rechts oben, dieser 44-26, wo 44 bewusst ist und 26 unbewusst ist. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass es genau umgekehrt ist, zum Beispiel eben 44 unbewusst definiert und 26 bewusst definiert, dann wäre dir dieses Tor 26 mit der Taktik eben bewusst, aber nicht, dass du dieses unbändige Verlangen nach Zusammenarbeit, nach dass alles funktioniert, dieses Verlangen ist dir eben nicht bewusst. Das heißt, das musst du dir bewusst machen. Dann kannst du auch wieder diesen Energiefluss zulassen, weil eben von 44 zu 26 fließt. Wenn ich das 44 abschneide, dann fließt nichts weiter, dann nutzt die beste Taktik nichts, wenn eben da die Basis dafür fehlt. Und genau umgekehrt bei mir eben, bei mir ist da die Basis, die strebt und strebt und strebt und wurde nicht weitergelassen, weil sie gecuttet wurde aufgrund meines offenen Emotionalzentrums. Und dann haben wir dann eben auch noch alles unbewusst oder alles bewusst und oder alles bewusst. Was jetzt genauso herausfordernd sein kann, als wie eben meine Definition oder eben diese Halb-Halb-Definitionen, egal in welche Richtung das fließen.
Weil wenn ich es jetzt komplett unbewusst hätte, sowohl das Tor 44 als auch das Tor 26, kann ich persönlich mir vorstellen, dass es für jemanden, der jetzt Human Design nicht kennt, ziemlich herausfordernd auch sein könnte oder würde, weil es ist da weiß, das heißt, es dürfte auch das Emotionalzentrum nicht definiert sein. Das kann schon sein, dass man sich durch das Nicht-Ausleben dieses Kanals dann auch irgendwelche Befindlichkeiten zulegt. Also so wie bei mir mit dreimal bewusst darf nicht ausgelebt werden, sondern hier eben, da wird gar nichts ausgelebt, da wird gar nichts von dem gelebt, was in einem veranlagt ist. Und kenne auch, also diese Person mit komplett bewusster Definition, beziehungsweise 44 bewusst und unbewusst, auch solche Definitionen kann sein, dass man es nicht auslebt, weil man eben noch vielleicht zu jung ist, um jetzt das wirklich schon die Erfahrung zu haben, oder eben weil man auch aufgrund eines offenen Harmonie, also eines offenen Emotionalzentrums, eben harmoniesüchtig ist. Und darum diese ganze Kraft. Und da ist es ziemlich mächtig, weil es ist mindestens einmal bewusst und einmal unbewusst. Und die 26 ist bewusst. Das heißt, da ist ja eine enorme Kraft dahinter. Und die will gelebt werden, die will raus, die will zugelassen werden. Also wenn man so einen komplett bewusst definierten Kanal nicht lebt, wird sie dann wahrscheinlich sogar noch heftiger, als wie wenn es nur halb ist. Und selbstverständlich muss man dann auch noch alle anderen Definitionen mit berücksichtigen, weil hier haben wir zum Beispiel auch offenes Sakralzentrum. Das heißt, jetzt stell dir vor, du hast jetzt diese Generatorkraft nicht, die dir sagt, was dir gut tut und immer sagt, ja, nein, sollst du nicht. Und dann kommt aber die 44, der Kanal 4426 und will gelebt werden. Und der ist auch bewusst, der sagt auch immer wieder, okay. Ich möchte jetzt. Also das nur so als zusätzliche Anregungen noch, was du auf jeden Fall nochmal berücksichtigen solltest, unabhängig davon, welche Linien deine Tore haben, sondern eben auch, ob sie bewusst und oder unbewusst definiert sind und ob der ganze Kanal dann, wie der dann definiert ist in Bezug auf bewusst und unbewusst. Ich glaube, dass das eine ganz eine wichtige, also nicht ich glaube nicht, sondern meine Erfahrung mit ziemlich vielen Menschen, die diesen Kanal eben auch definiert haben, weil ich bin so ein Magnet auch für Menschen, die den Kanal definiert haben. Es macht einen Unterschied, es macht einen ganz großen Unterschied, der einen Unterschied macht. Wie sind die Tore definiert? Wie ist der Kanal an sich definiert? In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Du kannst mich gerne kontaktieren, entweder durch einen Kommentar hier auf YouTube oder komm in unsere Facebook-Gruppe oder schreib mich an. Du weißt, wo du mich findest. Und ich freue mich, wenn du den Kanal abonnierst, wenn du es noch nicht hast und die Glocke einschaltest. Aktuell gibt es immer am Donnerstagabend, gibt es immer das neueste Video und ab diesem Monat nur mehr eins in der Woche, aber schauen wir mal, wenn mir zwischendurch was einfällt, gibt es vielleicht wieder auch mehrere. Das heißt, sobald du die Glocke einschaltest, wirst du immer informiert, wenn ein neues Video on ist. In diesem Sinne nochmals vielen Dank fürs Dabeisein und ich freue mich auf das nächste Mal. Ciao, baba, bis bald.